Nach dem Pflaumenkuchenfall gab's den anderen Krawall. Zicken Schulze rief voll Schreck: Kinder, meine Frau ist weg. Und nun suchten alle Mann. Und im Garten war sie dann, wo sie heimlich ungeniert mit dem Keller rumkussiert. Den Schulze sprang, nahm die Latte von dem Zaun und hat damit den Schulze und auch die Frau verhauen. Und alle Hochzeitsgäste. Doch bald herrschte wieder Einigkeit im Saal. Und nun freuen sich alle schon aufs nächste Mal. Wenn sich Zickenschulze wieder scheiden lässt. Kinder, Kinder, das gibt doch so ein schönes Fest.